Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016. Heute entführe ich euch einmal wieder in die bunte Zeit der 90er Jahre und zwar in das Jahre 1996 und zwar auf der Strecke Hamburg-Hannover mit aktuellstem Streckenupdate von Markus Schöbel. Wenn ihr euch das zur Info herunterladen möchtet, müsst ihr in der Facebook-Gruppe Community der Zugsimulatoren drin sein. So viel dazu. Und zwar fahren wir mit einem wunderschönen Szenario, was heute im Racing-Forum erschienen ist von Amisia, und zwar den RE3924 Uelzen-Bielefeld, wie er im Jahre 1996 verkehrt, und zwar auch mit der BR110-286-2 und dem mintgrünen Doppelstockwagen RE140, die von Virtual Railroad sind. Auch die BR110 ist von Virtual Railroad in der blau-beigen Lackierung vor einigen Tagen erschienen. Und ich muss sagen, eine wirklich sehr, sehr gelungene Lackierung und Lok, vor allem mit den schönen Gebrauchsspuren hier an der Seite und den schönen DB-Kicks und den wunderschönen detaillierten Dachaufbauten und den sehr gut lesbaren Piktogrammen. Genug der Dinge, starten wir unsere 110.1. Handbremse lösen. Ein Endwagen wird in die Halle geschoben mit einer BR110.3 Bügelfalte in Blau vom TTB Szenario Pack 2 München-Augsburg. 3924 an Fahrdienstleitung Uelzen. Rede Fahrdienstleiter. Ich stehe hier abfahrtsbereit, Depot 524 und bitte Freigabe für Fahrt zu 103. 103 ist noch durch die 3224 belegt. Ziehe aber sonst schon mal vor auf 504. Warte dort vorm Signal, ich melde mich dann, sobald frei ist. Alles klar, ich ziehe vor zu 504. Das ist korrekt. Alles klar, danke. So, wir können unser Abstellgleis verlassen und ziehen vor. Die mintgrünen Doppelstockwagen gibt es übrigens im Pack BR111 Expert Line Orientrot. Mintgrüne Dostos. Standardmäßig ist bei diesem Szenario von Amisia, das übrigens in zwei Teile geschnitten ist, die DBUs von RWE081 enthalten. Die habe ich mir allerdings geändert, weil dieser Zug auch mit diesen Dostos gefahren ist, mit dem mit Grün hinter uns. Und die DBUs halt bis 120 zugelassen sind und das Szenario bis 140. Wir wollen ja auch bei der Realität bleiben. Der Grüne. Also die BR110, es werden drei Loks mitgeliefert, zwei mit den eckigen Lüftergittern und eine mit deutschen Bundesbahn-Keks mit diesen runden Lüftergittern an der Seite. Das Paket kostet 14,95 €. Für alle, die sich natürlich, was ich hoffe, die Orientrote 110 gekauft haben, gibt es natürlich wieder einen Rabattcode von 5 €, der automatisch beim Bezahlen an der Kasse abgezogen wird. Und zwar nicht wie damals mit einem speziellen Gutscheincode. Vor uns die Zuckerfabrik Uelzen. Die Baureihe 110 gehört zur Einheits-E-Lok-Familie, zu der gehören die Baureihen E10, E10.1, E10.3, die E40, die 139 mit elektrischer Widerstandsbremse für Steilstrecken, natürlich die E41, der Knallfrosch für leichte Güterzüge und Personenverkehr und natürlich der Kraftprotz schlechthin, die E50. Somit bildeten diese Lokomotiven die größte E-Lok-Familie Europas. Von allen Loks ist heute noch die E40 im Güterzugdienst tätig, allerdings auch nicht mehr lange. Regionalexpress nach Hamburg mit 110 und N-Wagen von RW031.
läuft aus. Auch schön gemacht hier, die schon einigen Rostflecken hier an dem Analog. Schön. Richtig schöne Gebrauchsspuren, so muss das. Fahrdienstleiter Uelzen an 3924. Ja, hier 3924. Genehmigung erteilt. Kannst vorziehen zu 103. Alles klar, ziehe vor zu 103. Danke. Alles klar. Die Baureihe 140, die es natürlich auch von Vettori Reroz gibt, hat natürlich auch einige Änderungen erhalten, wie zum Beispiel einige haben noch den Scherenstrohbachnehmer der Bauart DBS 54 und natürlich einige schon den Einholzstrohbachnehmer im Kniegang der Serie SBS 65. Von rechts die nicht elektrifizierte Strecke aus Soltau, die Heidebahn. Übrigens, die Drähte vor uns, das sind die sogenannten Heizdrähte zum Beheizen der Frontscheibe bei kälteren Temperaturen. Unsere Lokomotive hat eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 140. Einige Loks der Reihe 110 wurden damals für den Verkehr des Rheingolds auf bis zu Tempo 160 hochgestuft. Natürlich mit anderen Drehgestellen und alles. Der 100 Wasserbahnhof Uelzen wird erreicht. Tür auf, Druckluft. Schönes Bild. Heute mal mit einer vernünftigen Lok unterwegs. 110. Oh, da kommt eine 155. Weinrot. Thank you.
Unsere planmäßige Abfahrt ist hier um 14.10 Uhr. Wir werden unterwegs halten in Suderburg, Unterlüß und Eschede. Also auf jeden Fall wird diese Woche noch eine OMSI 2 Aufnahme kommen, und zwar mit dem X-Xenadon. Auf jeden Fall, ich denke mir mal, da werde ich auf jeden Fall eine winterliche Abendfahrt machen mit einem D92. Dann von Teltow-Ramrath-Brücke nach Herzallee. Dann auf jeden Fall eine TS-16-Aufnahme wieder, und zwar dann mit der Moseltalbahn, die ja jetzt endlich funktioniert, ohne Abstürze bei mir. Und zwar durch die DB-Tracks von die Spooner uns zur Verfügung gestellt hat für alle im Rallys im Forum. Dadurch ist eine etwas viel bessere Performance und verbesserte Performance, und es stürzt nicht ab. Auf jeden Fall gibt es da eine schöne Aufgabe von 3D-Zug, die ich habe, und zwar mit dem Talent 2 von Koblenz nach Trier. Als Regionalexpress. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr gerne eine 3D-Zugaufgabe sehen möchtet mit dem Talent 2, mit den schönen Ansagen von Mozart und FDL-Ansagen, oder halt eine still und leise Aufgabe mit einem RE von Trier nach Koblenz mit der 110. Oh, 120, Interregio. Sehr gut. Bunte Bahn. Rums, zack, dazu. Die Ausfahrt ist frei, allerdings das komplette Ausfahrsignal zeigt Halt erwarten an. Ausfahrt frei, aber nächstes Signal ist Halt. Fahrdienstleitung Uelzen an 3924. Ja, hier 3924. Pass auf, 2085 fährt ein bisschen verspätet in Uelzen ab. Zieh mal vor bis zum ASIC und warte dort die Überholung ab. Ja, ich habe verstanden. Ich zieh vor bis zum ASIC und warte dort die Überholung ab. Das ist korrekt. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Dann tun wir das. Na, jetzt hat er. Verlassen Uelzen. Bistro Café. Wir schleichen hier mit 25, weil das Ausfahrsignal eh HP0 ist. Das lohnt nicht jetzt, dass wir jetzt voll beschleunigen. Bringt ja nichts. Schleichfahrt. Rechtsvergleich, die Strecke von uns natürlich gleich auch noch überquert. Die Strecke nach Salzwedel, Stendal, Berlin. Und die in Vieren abzweigende Strecke, nicht elektrifiziert, über Meine, Gifhorn nach Braunschweig.
Der Regel war ein bisschen verspätet, du. Komm, mach den Abstand frei. Bis zum nächsten Block. Sehr gut. Vollgas. Aufschalten. Tempo 140. War ich gerade ein bisschen zu schnell. Kaum geht man in der Außenaufnahme und dann hat man schon Geschwindigkeitsüberschreitung. Heute gibt es so eine Verbindung wie den RE Uelzen Bielefeld nicht mehr. Natürlich sind die Bedienelemente wie in der normalen 110 Orientrot. Ist halt der so typische Einheitsführerstand der Einheits-E-Lok-Familie. Güterzug wird überholt. BKP Cargo. 53. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle in Uelzen zugestiegenen Fahrgäste in unserem Regionalexpress auf der Fahrt von Uelzen nach Bielefeld Hauptbahnhof. Über Unterlüß, Celle, Hannover, Wunstorf, Haste, Minden, Bad Oeynhausen, Löhne, Herford und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Der nächste planmäßige Halt dieses Zuges ist in wenigen Minuten Söderburg. Der Ausstieg ist dort in Fahrtrichtung rechts. Wir wünschen allen eine angenehme Reise. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen natürlich wie immer gerne zur Verfügung.
Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Scheibenwischer sind getrennt voneinander steuerbar mit V rechte Seite und C linke Seite. Scheibenwischer-Schnelligkeit mit Umschalt V oder Umschalt C und langsamer mit Steuerung C und V. Hier noch eine Überholung? Ja, tatsächlich, machen wir noch eine Überholung hier. Oh, 143. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Lokführer. Aufgrund eines verspäteten Zuges wird sich unsere Abfahrt hier in Söderburg um einige Minuten verzögern. Wir werden hier noch überholt. Wir bitten um Verständnis. Oh, 103! Vernünftig! Sehr gut! Das sind die... Ziehen wir schon mal vor bis zum Ausfahrsignal. Das Signal ist doch frei.
Unnötig. Unnötige Zwangsbremsung. Ist eigentlich frei. Hätte der eigentlich nicht mehr scharf sein sollen, der 500er. Naja. Normalerweise sollte er nicht mehr scharf sein. Wenn das Signal noch auf HP0, dann schon. Naja, egal. Der nächste Halt ist Unterlüß. 120. Ne, 103 mit Interregio. Sehr gut. Vielleicht muss ich gucken. Vielleicht, ich habe eigentlich die aktuellsten VR-PZB-Magneter. Ich muss da mal gucken. Vielleicht hat sich was mit einem Update oder so wieder verhunzt oder gebissen. Muss ich mal schauen. Was ich gerne von euch mal wissen möchte, ist, was haltet ihr eigentlich von im Jahre 2017-18 erscheinenden Lotus-Simulator, den Nazi-Simulator von Lotus-Simulator heißt der Simulator, aber besserer Name wäre Nazi, aber wie gesagt, diese geschützten Namen, ne? Aber was ihr davon haltet, würde ich mal gerne wissen. Meine Meinung ist, hat zwar wieder was schön mit ÖPNV zu tun und so, ich bin gespannt drauf. Soll eine 64-Bit-Version kommen, aber bitte nicht Spandau bzw. Berlin wieder im Jahre 89. Das will ich nicht. Ich will Berlin in der heutigen Zeit. Und sowas. Ihr auch wahrscheinlich. Der größte Teil davon. Und ja. Wie gesagt, ich muss erst Bilder aus der Entwicklung sehen bzw. Videos. Die gibt es noch nicht. Und dann kann ich mir persönlich eine eigene Meinung zu dem Programm bilden. Das würde ich gerne mal von euch gerne wissen, was ihr von dem in 3 Jahren erscheinenden Lotus-Simulator haltet.
Nächster Halt, Unterlüß. Da wir in Unterlüß halten, müssen wir hier auf ein Nebengleis ausweichen. Der Ausstieg in Unterlüß in Fahrtrichtung rechts. Na 20, wieder mit Interregio. Und lieber los hier. Unterlüß. Abfahrt. Das ist so. Alles klar, abfahren. Also bis jetzt gefällt mir das Szenario auf jeden Fall schon sehr gut. Schön Abwechslung, viel Verkehr, Überholungen, FDL-Ansagen. Finde ich gut. Und wieder auf die Hauptstrecke. Eine Köff steht hier. An der Pause gerade. Also ich kann die BA110 blau-beige auf jeden Fall empfehlen, genauso wie alle Expertline-Fahrzeuge von Vettori Railroads. Sind immer wieder sehr, sehr schön detailliert, den ganzen Funktionen und alles. Immer wieder ein Genuss und Spaß damit zu fahren. Jetzt fehlt eigentlich noch so eine schöne Bügelfalte und dann passt's.
Lokomotive hat 28 Fahrstufen. Auch im Führerstand hier die schönen ganzen Gebrauchsspuren. Herrlich. Druckluftpfeife. Kursbücher hier oben. Unsere Tasche. Handbremse. Herrlich. Heizung. Schön warm. Stufenrad. Und Nachlaufsteuerung. Den Zug an uns vorbei huschen lassen. Unser nächster Halt wird Eschede sein. Dieser Ort ist vor allem durch das Unglück des im Jahre 1998 am 3. Juni des verunglückten ICE 884 Wilhelm Conrad Röntgen, der mit Tempo 200 entgleist ist, wegen eines gebrochenen Radreifens. 101 Menschen und viele wurden 101 Menschen verloren ihr Leben. Zahlreiche wurden verletzt. Ein sehr, sehr schwarzer Tag damals für die Bahn. Zum Gedenken an die Opfer und an dem Unglück wurden 101 Kirschbäume und eine Gedenkstätte an der Bahn errichtet, die wir hinter dem Bahnhof rechts sehen werden. Die Brücke wurde auch wieder neu errichtet, das Überholgleis ebenfalls und die Todesweiche auch. Nächster Halt Eschede, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Und abschalten. Übrigens, die 110 kann die Doppelstockwagen auch nur ziehen, da diese Lokomotive keine Wendezugsteuerung für die Doppelstockwagen bekommen hat. Und der 10 wieder mit Dostos, DBUs, nach Holzen.
pünktlich. Schönes Bild. Westdeutsche Dostos treffen auf ostdeutsche Dostos. Passt ja. Der Grüne ohne Steuerwagen. Vernünftig. 90er-Jahres-Style. Nächste Haltestelle. Dort endet dann der erste Teil unserer Reise. Im zweiten Teil geht es dann weiter nach Hannover. Natürlich auch seid ihr auch mit dabei. Praktisch so eine Art Videoschnitt. Psst. Jetzt auf der rechten Seite die Gedenkstätte an die Opfer des 3. Juni 1998. Also praktisch den ersten Teil schnür ich zusammen mit dem zweiten Teil zusammen. Dann habt ihr das alles in einer Länge. Und dann als nächstes Video, denke ich mal, wird es ein OMSI 2 Video sein. Und danach wieder TS16 halt mit der Moseltalbahn. Dann passt's. Dann 51. Doppeltraktion.
kann man auch so hinsetzen. So zum Beispiel. Verstanden. Ich mag das mit den Heizdrähten. Das ist voll cool. Na, 43, mit Güterzug wieder. Ein Containerzug wird hier von uns überholt. Wer ist denn vorne dran? 151 in grün. In wenigen Minuten erreichen wir auch schon Celle. Dort endet der erste Teil des Regionalexpress Uelzen-Biederfeld. Unsere Reise wird uns bis Hannover führen. Wenn euch der erste Teil und das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar darunter, gebt ein Abo, besucht meine Facebook-Fanpage, das Community-Forum von mir und meinen Leuten und meinen Freunden und ja, mein Railsim-Forum-Freed, wo ich auch wieder regelmäßig unterwegs bin im Railsim-Forum. Das heißt übrigens genauso wie auf YouTube, halt nur ohne dieses Leerzeichen, Philipp LP. Und ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal natürlich, das nächste Video ist der zweite Teil der Reise. Beziehungsweise kommt ja direkt im Anschluss danach, weil ich das zusammenfüge. Unter 18. Na, Soltau. Einfahrt frei, Ausfahrt halt erwarten. Mit 60 Einfahrt. Der nächste Halt ist Uelzen. Entschuldigung, der nächste Halt ist Celle. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächster Halt Celle, Ausstieg Fahrtrichtung links. Ja. Man darf sich ja auch mal versprechen, ne? Oh Mann.
Wir sehen uns im zweiten Teil wieder auf der Fahrt nach Hannover Hauptbahnhof in die niedersächsische Landeshauptstadt. Also Leute, bis gleich. Ah, da ist übrigens... Hier ist übrigens die 110 mit den etwas runden Lüftergittern an der Seite, von der ich ja erzählt habe, mit dem Deutschen Bundesbahn-Keks, mit dem alten. Die gefällt mir auch. Die ist auch sehr schön. Fahre ich auch sehr gerne mit diesen alten Lüftergittern. Weiter geht's mit dem zweiten Teil. Also bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Regionalexpress von Uelzen nach Bielefeld. Im zweiten Teil geht es von Celle in die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover mit der gleichen 110 und den mintgrünen Doppelstockwagen von Virtual Railroads. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Wir rüsten unsere Lok hier auf, beziehungsweise erneut auf. Gut, ist alles, Luftpresse ist alles schon fertig. Dann können wir den Stromabnehmer schon vorwählen. Hoch. Zack. Genau. PZB und SIFA ein. Also SIFA PZB. Und Hauptschalter rein. Müssen wir noch einen Vorzug vorbeilassen, einen schnellen Intercity oder ICE. Können die Tür aufmachen. Klack, klack, Druckluft. Der Grüne. Abfahrt ist hier um 14.53 Uhr. Ein 103 mit einem Intercity in Richtung Norden fährt in Celle ein. Ah, da kommt er. Oh, ICE wird vorbeigelassen. Nach München. Vandenberg. Dann jetzt 232. Villa 132. Mit Kesselwagen. Durch Fährzelle. So, jetzt kann er abfahren. Abfahrt. Parallelausfahrt. Auch schön, Parallelausfahrt. Wir halten unterwegs in Großburg-Wedel, Isernhagen und Langenhagen-Mitte.
standardmäßig hier sind hier die DBUs dabei bei der Aufgabe, aber ich habe sie mir abgeändert, wie schon aus dem ersten Teil bekannt, mit den 90er-Jahre-Dostos von VR. Schön wieder mit der 110. Links zweigt die Strecke nach Burgdorf, Lehrte, Hannover ab. Für den Fall, dass einige Texturen verzerrt sein bzw. unscharf sind, das liegt daran, dass ich meine Szeneriequalität extra für diesen Teil des Szenarios extrem runterstellen musste, weil natürlich, wie kann es anders sein, der Train Simulator mit einem Dampfpfeil daherkam. Aber ich merke davon auch nichts. Wenn ein bisschen unscharf ist, mein Gott. Man muss ja auch Kompromisse irgendwann finden. Dossos. Nächster Halt ist Großburg-Wedel.
in Außenaufnahme. Nächster Halt, Großburg-Wedel. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. V100. Lokführerzug Nummer 3924, Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, die Fahrdienstleitung Celle. Kollege, folgendes. Wir haben ja unsere Dauerbaustelle da bis zur Expo 2000 zwischen Pferdemarkt und Langenhagen Mitte durch den Ausbau der S6 zum Flughafen und nach Binnenmühlen. Ja, außerdem werden im Moment auch die Bahnsteige barrierefrei umgebaut. Im Moment ist Langenhagen Mitte dran. Dort ist jetzt Nadelöhr entstanden, welches nur noch eingleisig befahrbar ist. So wie es im Moment ausschaut, musst du dort noch den 2572 und den 578 passieren lassen. Also richte dich dann notfalls auf etwas Wartezeit ein. Okay, habe ich verstanden. Dann warte ich dir dort die Überholung von 2572 und 578 ab. Alles klar, danke. Tschüss. Jo, tschüss. Ja, dann werden wir das mal tun und abwarten. Zu spät, Tür zu. Ah, tut mir leid. Ja, Abfahrt. Tut mir leid. Ist kein Zustieg mehr möglich. Muss den nächsten nehmen.
Der nächste Halt. Isernhagen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Fünfzig wartet hier wieder. Schade, dass die schönen 110er heute nicht mehr fahren. Abfahrt.
Also auf jeden Fall muss ich sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Szenario, sehr abwechslungsreich gestaltet und ist auch ein Download wert von meiner Seite aus. Schön 90er-Jahres-Style. So muss das sein. Rechts nähert sich die Strecke aus Soltau und die S-Bahn-Strecke aus Hannover Flughafen. In der Zeit, wo das Szenario spielt, gab es diese Strecke noch nicht, also die zum Hannover Flughafen. Nächste Fahrtstelle. Halt, HP0. Müssen wir zwei Züge vorbeilassen. Der 3 mit Interregio Richtung Norden. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines eingleisigen Abschnittes müssen wir zwei Gegenzüge passieren, die Vorrang haben. Unsere Weiterfahrt wird sich hier um wenige Minuten verzögern. Wir bitten um etwas Geduld. Da kommt auch der ICE.
Tut. Der nächste Halt ist Langenhagen Mitte. Der Ausstieg ist heute in Fahrtrichtung links. Ah, auch wieder die schönen Zugzielanzeige. Scarlett. Sehr schön. Gleich mal angucken. Kräftig gebaut hier für die Expo 2000. Ja, genau. Da läuft der Baustellenchef hier rüber. Nahverkehrszug 3924 Bielefeld, Hannover, Wunstorf, Stadthagen, Bielefeld. Herrlich. Wie damals. Schick, schick hier alles gemacht hier mit der Baustelle und allem. Sehr abwechslungsreich. Ende der Langsamfahrtstelle. Gleich wechseln wir wieder aufs rechte Hauptgleis. Und zack, aufs rechte Hauptgleis. Grüne.
Vernünftig. Lokführerzug Nummer 3924. Hallo. Ja, hallo. Fahrdienstleitung Hauptbahnhof. Kurze Info. Du kommst ja auf der 11 an. Dein Gleis ist aber noch durch den 2486 belegt. Also kann noch ein kleiner Augenblick dauern mit der Einfahrt. Ja, das ist ja heute der reinste Stop-and-Go-Verkehr hier. Ja, tut mir leid. Viel Verkehr, Baustellen wegen der Expo. Kommt alles auf mal. Dein Stopp sollte aber nicht allzu lange dauern. Ja, dann lasse ich mich mal überraschen. Alles klar, dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Ja, danke, wünsche ich ebenso. Okay, danke, tschüss. Jo, tschüss. Na, das kann ja heiter werden. Über uns die Strecken aus Ruhrgebiet Bielefeld-Minden und die Strecke aus Bremen-Nienburg-Weser. Der fährt gleich unser Nahverkehrszug weiter auf der Strecke Minden-Bielefeld. Der 55 mit Güterzug Richtung Osten. Ich fahr jetzt nicht auf mein Gleis. Das wär's jetzt. Raum 40 mit Regionalbahn. Rennwagen. Güterzug. Überholt uns hier. Was soll das? Na, er muss auch warten. Ach, guck mal, da steht ein ET420.
Terrego mit 120. Orientrot mit Lanz. Einfahrt 40, sehr gut. Ging ja schnell. Ja, liebe Leute, wir erreichen nun Hannover Hauptbahnhof, das Ende des gesamten Szenarios von Amisia von Uelzen nach Hannover mit dem RE Uelzen Bielefeld. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und sage Ade, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar, gebt mir ein Abo, besucht meine Facebook-Fanpage, das Community-Forum von mir und meinen Freunden und ja, besucht mich auf dem Teamspeak oder durchstöbert meinen Resim-Thread, da poste ich immer die neuesten Let's Plays vom TS16 und ja. Vielen Dank auch an Amisia für das super tolle Szenario. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, dies zu fahren und es euch zu zeigen. Und ihr könnt es euch ruhig runterladen. Link steht wie immer unter der Videobeschreibung. Ganz einfach. Meine Damen und Herren, der nächste Halt unseres Zuges ist Hannover Hauptbahnhof in Fahrtrichtung. Links ist der Ausstieg. Dieser Zug wird hier die Fahrtrichtung wechseln und benötigt dafür wenige Minuten Aufenthalt und fährt in entgegengesetzter Richtung weiter über Minden nach Bielefeld Hauptbahnhof. Wir möchten uns von allen Fahrgästen verabschieden, die hier aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Hat Spaß gemacht. Umgespannt. Fährt bestimmt 111 nach Bielefeld. Das ist unsere 110. Hier stehen die Zugzielanzeige circa 5 Minuten später. Leipzig Hauptbahnhof. Da geht nichts. Was haben wir hier? Nach Basel. Nach Hamburg. Nach Wolfsburg, Eilzug, Eilzug, wie damals. Das war unsere Lok, unsere 112, unsere 110. Für dich heißt es nun erst einmal Feierabend. Ein Kollege nimmt ab hier die Weiterfahrt nach Bielefeld. Also ab ins Hotel und eine Mütze voll Schlaf nehmen. Dein nächster Auftrag kommt bestimmt. Vielen Dank für das Fahren meines Szenarios. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Gruß, Amisia. Das war unsere Einheits-E-Lok, Baureihe 110. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Euer Philipp LP.